Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Race Room Racing Experience. Heute testen wir mal der letzte Neuankömmling der Gruppe 5 sozusagen. Das, was noch übrig bleibt, der Nissan Silvia Turbo. Und das Ganze auf Solda in einem KI-Rennen. Und ich habe schon wieder den Start vergeigt, ne? Aber egal, wir kennen ja die KI hier in Race Room Racing Experience, zumindest mit der Gruppe 5. Haben sie immer nicht ganz so Bock, hier sich von der besten Seite zu zeigen, ne? Die Schokoladenseite rauszuholen. Da hier gibt es schon einige Quersteher der KI. Freche BMWs. Guck mal, die sich auch gegenseitig bekebbeln da. Die gehen hier richtig zur Sache manchmal. Gerade die BMWs und die Ford Capris habe ich jetzt gerade schon in Proberündchen. Die machen zwar auch oft Scheiße und bleiben dann auch einfach stehen wieder. Aber die sind schon richtig aggressiv. KI steht wieder auf 100er Stärke. Wir fahren wieder ein 15-Minuten-Rennen. Und ich muss sagen, so auf Anhieb fällt mir der Silvia richtig geil. Ich bin aber mal ruhig und wir machen erstmal eine Soundprobe. Hör mal eben rein, ne? Klingt schon ganz geil, ne? Hat schon irgendwie was. Ich mag zwar den Exterieur-Sound nicht so gerne, weil da irgendwie so ein Phaser-ähnlich klingender Sound dabei ist. Irgendwie. Das macht so wie so ein, naja, so ein DJ-Effekt halt. Aber ansonsten von innen soundtechnisch wirklich sehr geil. Gefällt mir gut. Das gefällt mir gar nicht, aber okay, sind wir noch dran vorbeigekommen. Jetzt mal ein bisschen konzentrieren, das war auch eventuell den einen oder anderen Platz uns fair erkämpfen und nicht hier diese Gratisplätze, ne? Ich muss sagen, dafür, dass wir hier einen Vierzylinder Turbomotor haben mit 570 PS oder so, also richtig was Gewaltiges, hat der ganz schön anständig Drehmoment im mittleren Drehzahlbereich. Also man kann auch im zweiten, dritten Gang, auch wenn der mal zu hoch sein sollte, kommt man auch noch irgendwie gut aus der Kurve. Natürlich merkst du, wenn der Turbolader da ist, dann merkst du den auch, keine Frage, ja, bei so viel Leistung, kein Wunder. Aber ich finde, es ist noch ein guter Mittelweg, ein guter Kompromiss, den man hier eingeht. Selbst bevor der Turbolader richtig mit vollem Ladedruck zur Verfügung steht, hast du hier halt doch ein bisschen Schmalz und kannst halt sehr schön aus Kurven auch mal einen Gang höher raus beschleunigen. Oder ganz eklig reinfahren, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Ah, wieso verschalte ich mich denn jetzt immer? Hey! Bist du wohl links, wenn ich dich überholen will? Du fiese Möp, huch. An sich gewechselt, Entschuldigung. Da steht schon wieder einer rum. Ah. Leute, was ist denn los, ey? Davon, dass es geil ist und einen Spaß macht, aber was macht die KI? Hat die keinen Bock zu fahren manchmal? Ich habe jetzt übrigens keine Ahnung mehr, wie sich Ford Capri und 320 Turbo vom BMW fahren hier in der Gruppe 5. Die werde ich dann einfach mal auch nochmal fahren in den nächsten Videos irgendwie. Und dann haben wir mal die komplette Gruppe 5 abgearbeitet sozusagen. Wie krass man die Corvette hört, ne? Richtig gut. Scheint ein paar Kilo mehr auf die Waage zu bringen als wir. Sonst hätten wir da nicht so im Bremsen mal eben überholen können.
Die Strecke soll da, kenne ich bisher nur aus Project Cars, glaube ich. Und kann direkt schon mal sagen, guck mal geradeaus, da fehlen ja wohl eindeutig die Windmühlen, oder nicht? Windräder. Meine ich natürlich nur halb ernst, die müssen ja nicht unbedingt da sein, aber sehen halt in Project Cars schon echt mächtig und beeindruckend aus. Was natürlich auch den Wiedererkennungswert dieser Strecke ein bisschen besser tut, als hier nur so ein paar Solarzellen hinzuklatschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Strecken in Raceroom Racing Experience sehen alle echt schon wirklich super aus. Dafür, dass die Engine ja einfach nicht mehr hergibt, machen die optisch schon echt klasse Eindruck. Aber ich bremse hier immer zu früh, weil ich Angst habe. Also, natürlich komplett männliche Angst, ne? So Angst, dass Frauen Auto fahren dürfen oder so. Nein, Quatsch. Ich sag nur Sabine Schmitz, die fährt wahrscheinlich 99% aller Männer in Grund und Boden. So viel zum Thema, Frauen können kein Auto fahren, ne? Wo ich habe immer gehört, Frauen haben schlechteres räumliches Wahrnehmungsfähigkeiten. Alter, dafür habe ich aber ein kräftiges Schaltproblem, ey. Meine Herren! Naja, dadurch kann es auf jeden Fall wirklich sein, dass manche Frauen einfach schlechter einpacken können, weil denen das räumliche Vorstellungsvermögen fehlt und die einfach einen Raum nicht als 3D-Raum wahrnehmen, sondern eher so als Aber auch nicht alle, ne? Wie gesagt, Sabine Schmitz. Das ist ja wohl mal die bekannteste Rennfahrerin aus Deutschland, sag ich mal, aber es gibt genug, satt und genug und nicht nur Rennfahrerin. Alter, was ist denn hier los? Da steht eine Corvette im Sand. Die kommen hier nicht aus dem Quark. Kommt die da wieder raus überhaupt? Ich sehe nichts wegen dem Flügel. Ja doch, da ist sie. Der hat auf jeden Fall standardmäßig schon eine bessere Übersetzung als zum Beispiel die Corvette oder auch der Skyline, die wir bis 160, 170 ziehen konnten teilweise. Im ersten Gang, wohlgemerkt. Er ist irgendwie nicht ganz so wild und unberechenbar wie die Corvette, aber ich sag mal, wenn man freien Lauf lässt, dann kann der auch und will der auch und macht der auch. Seht ihr hier, dritter Gang. Geht wohl schon, Vollgas, aber dann musst du auch gut geradeaus fahren eigentlich. Oh, das war übrigens eine klassische Dive-Bomb-Situation. Jetzt bin ich ihm gerade reingedive-bombt. Zu spät gebremst und einfach mal reinschießen. Im schlimmsten Falle ihn noch als Bande nehmen. Hier zum Beispiel, ne? Ganz schön im dritten bleiben. Einfach die Zeit und den Heckmeck vom Schalten sparen, weil er eben gut rausschiebt und dann übernimmt halt jemand der Turbo und dann ist ja eh, gib ihm Zeit, ne? Jetzt zum Beispiel. Richtig, gib ihm. 2,5 Bar Ladedruck, wenn nicht sogar mehr. Alter, du blöder BMW, mach da einfach die Tür zu, habt ihr gesehen, ne? Ist ja schon ein bisschen geil, wie frech die KI ist, auf jeden Fall. Ein nachvollziehbares Maß an Frechheit, würde ich sagen. Nicht die absolute Frechheit, aber schon frech. Creme frech. Dieses Runterschalten macht einfach so eine Menge Laune, Leute. Natürlich wieder mit Logitech G27 unterwegs, ohne Fahrhilfen, mit Handschaltung und Kupplung und selber Zwischengasen und allem drum und dran. Aber deswegen kommst du halt auch bei einer 100er KI-Stärke. Oh, fuck. Entschuldigung. Nicht über den 20. Platz hinaus, oder was wir gerade sind. Geht's dann auch ein bisschen ums Autofahren und nicht ums Rennfahren. Ja, scheiße, Alter. Jetzt sind wir Letzter, oder was?
Nee. Da kommt noch ein Paket, was sich nicht traut. Ah, oh, Leute, wir waren gar nicht so schlecht. Wir waren irgendwie 15. oder so. Und jetzt sind wir 19. oder was? Nee, ach komm. Doch, 19. Ärgerlich. Manchmal traut sich die KI aber auch nicht, hat man hier gesehen. Da hatte der Silvia Probleme beim Rausbeschleunigen, während ich dann einfach mal durchziehen konnte. Der vierte Gang ist so krass, ne? Fängst bei 190 an oder was? Oder bei, bist gerade bei 200 auf einmal. 240. Eigentlich finde ich ja immer so, der dritte Gang bei Fahrzeugen ist das geilste. Da kannst du das komplette Leistungspotenzial des Motors ausschöpfen. Du kriegst noch ein bisschen was von der Beschleunigung mit, weil das noch nicht zu lang übersetzt ist. War der Gang nicht zu hoch gewählt. Ja, und du hast halt auch eine schöne Leistungsentfaltung. Im zweiten Gang hat man ja ab und zu nochmal Schlupf, aber im dritten Gang kannst du meistens schon voll durchladen und kriegst eben den ganzen Motor mit, die ganze Charakteristik. Cool, wieder eine Divebomb. Ja, die zahlt haben ja auch heim. Hast ja recht. Hätte ich nicht machen sollen. Ich krieg dich ja trotzdem, du Arsch. Okay, komm mal ein bisschen weit raus. Dann gibt's auch noch leichten Kontakt. Ah, Mann, ey. Gerade die Proberunden waren sauberer, alle. Tut mir ein bisschen leid, aber machst dir nichts gegen. Habe ich auch keine Ahnung, wann ich hier gescheit anbremsen kann und muss. Und dann gilt die Devise, lieber ein bisschen zu früh bremsen, als übers Ziel hinausschießen. Acht Runden hat der erste schon absolviert hier. Wir sind natürlich auch in der achten. Aber der ist schon im Ziel und wir noch lange nicht. Ach, verdammt, ey. Wenn wir schon so driftend ankommen, dann weißt du schon, aha, Bremsballon ist ein bisschen zu weit hinten und der Duki steht wieder zu stark auf dem Bremslappen. Ah, kommt hier noch eine? Ich glaube, hier kommt noch eine, oder? Ja. Hinter uns, okay, die Corvette scheint ein paar Leute aufzuhalten da. Machen unsere Reifen da schlapp oder was? Fühlt sich auf einmal so grippelos an. Wir sind bestimmt zu heiß vom ganzen Blockieren beim Bremsen. Ich bremse hier viel zu früh, das weiß ich. Das ist nicht ganz so cool. Was passiert, wenn ich zu spät bremse, ey. Dann komme ich schon mal wieder nicht kontrolliert um die Kurve und schon gar nicht. Ja, wenn ich schon direkt reinrutsche am Anfang. Mann, was eine geile Klasse, ey. Bestimmt wohl meine Lieblingsklasse zurzeit im Race Room Racing Experience. Ist
hier doch direkt mal noch eine Runde. Oh, man hört auch so ein Reverb, wenn man an der Zielgeraden vorbeifährt, weil da rechts diese Mauer ist, ne? Da hörst du so einen Hall, so einen Rückstoß. Richtig gut. Rückstoß. Wie wär's mal mit Echo? Diesmal nicht ganz zu früh, aber da können wir uns schon mal merken. Auf jeden Fall einmal noch in den fünften gehen kurz und direkt danach bremsen. Lohnt natürlich auch, sich das jetzt noch zu merken, kurz vor Rennende. Boah, da war der erste Gang. Habt ihr das gesehen? Ach Gott, scheiße, ey. Und dann ist natürlich der Motor, beziehungsweise drehen die Reifen sich viel schneller, als der Motor im ersten Gang eigentlich zulassen würde. Ach. Ärgerlich, ja. Das ist dann wieder fehlende Fahrzeugkontrolle. Passiert dir natürlich nicht, wenn du mit automatischer Kupplung fährst und so. Und ich überlege schon immer, ob ich das machen soll, weil es ja dann fürs Rennen schöner ist und für euch, fürs Video zum Gucken. Aber da muss ich egoistisch sein, glaube ich, und mir lieber dann eher ein bisschen mehr Bock aufs Fahren machen. Weil dann natürlich auch ein bisschen mehr Leidenschaft bei euch ankommt. Da habe ich zumindest so den Eindruck, das Gefühl. Wenn ich irgendwie herausgefordert bin, was schon die Steuerung angeht, so, dann entwickelt man ja automatisch auch so ein bisschen Ehrgeiz und so. Ne? Boah, aber guck mal, 1,34,597 ist der gefahren. Ich glaube, unsere schnellste war eine 1,35 irgendwas. Ach, ja, hatten wir schon mal besser hier in der Gruppe 5. Ne? Was haben wir denn überhaupt? Wir sind 17. Okay, können wir mitnehmen. Allerdings, wenn man die Schwächen der KI sonst so bedenkt, ist das vielleicht auch nicht das beste Ergebnis. Naja, ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Link zu allem natürlich in der Beschreibung, gerne mal ausprobieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Race Room Racing Experience. Macht's gut, tschüss!